Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir haben in der letzten Episode den zweiten schwarzen Tenor besiegt und da haben wir einige Abilities. Ich krieg das nicht hin, es tut mir leid. Einige Gegenstände bekommen, die wir jetzt auch anlegen wollen. Ah, der Eisenhelm, das sieht gut aus. Bronze Fäustling, Bronze Rüstung. Okay. Zylink Vedea, haben wir immer noch nichts Neues. Federhut ist klar, Leder am Reif, Lederpanzer. Chakra gehört nicht uns, aber erhöht die Abwehr. So, Armreif, da können wir Zipfelmütze. Protes, okay, das ist für sie. Protes, geht zwar der Wille runter, aber die Zauberabwehr geht hoch. Federhut, ja, okay. Ah ne, Protes haben wir aber schon. Na, egal. So, okay. Dann quatschen wir jetzt nochmal mit dem Mogri, essentiell. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Schiff. Hallo, Mogri. Humo. Okay, da hat sich nichts getan. Genau, haben wir ab. So. Ach nee, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich hätte eigentlich, jetzt bin ich ganz aus dem Dorf raus. Ich muss hinten rein. Weil jetzt kommen wir, glaube ich, von hier aus. Doch, da kommen wir hin. Nee, kommen wir nicht. Ah! Okay, ist ja alles doof. Alles ist doof. Oh Gott. Ich bin so müde. Es tut mir leid. Ich bin aber immer müde. Ich bin standardmüde. So, raus hier. Und dann fliegen wir jetzt mit dem Luftschiff. Obwohl wir ja wissen, dass es nach Alexandria fliegt. Das heißt, es wird jetzt noch eine ganz spannende Geschichte. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Einen Moment. Warte, ich werde das übernehmen. Du? Das sind ja ganz neue Töne, die du da von dir gibst. Es ist für das Wohl der Prinzessin, nicht etwa für dich, Kerl. Steiner? Er war doch so entschieden dagegen, nach Lindblum zu fliegen. Steiner war dagegen. Sie haben Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe. Sidane, glaubst du, dieses Luftschiff fliegt wirklich nach Lindblum? Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber du sagtest doch auch, wir sollten... Lass es mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Sidane, was gibt's, Vivi? Diese Marionetten, die wir unten gesehen haben, die sahen doch so aus wie ich, oder? Stimmt, sie sahen dir ähnlich. Aber Marionetten sind Marionetten. Es geht los. Was hat der Alte da bloß wieder angerichtet? Egal, komm, Lilly. In ein Schiff, das nicht nach Lindblum fliegt. Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich finde, wir sollten da schon ehrlich zu Vivi sein. Hier rüber! Na los doch. Trau mir, los, sonst fliegt es noch ohne uns ab. Aber... Ich habe dir versprochen, dich nach Lindblum zu bringen. Gut, ich verlasse mich auf dich. Der Kahn hebt ab. Ups! Ah! Fahr! Direkt eine mitten in die Fresse. Hör mal, weiß auch nicht, wie meine Hand dahin gekommen ist. Reg dich doch bitte nicht so auf. Genug jetzt damit. Aber hallo, bist ja ganz schön geladen. Vivi, bist du in Ordnung? Mir ist so schwindelig. Lass uns hineingehen, Vivi. Ich vertraue dir. Tust du das wirklich, Lilly?
Aber wenn die Sache hier gut über die Bühne geht, kriege ich als Belohnung vielleicht einen Kuss. Einen Pferdekuss. Was denn? Ist es schon soweit? Zidane. Was ist los? Ist irgendwas? Vivi. Was ist mit Vivi? Hallo, mein Name ist... Ach du Schreck, die bewegen sich ja. Entschuldigung. Diese Marionetten aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Vivi. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Und hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nein. Irgendwie sehen sie durch mich durch, so als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer wieder versucht und versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Vivi. Entschuldigt mich bitte kurz. Ich gehe mal ein bisschen rauf. Denn wenn ich nicht bald was unternehme, dann landen wir doch noch in Alexandria. Kümmer dich ein bisschen um Vivi, ja? Okay. Sieht aus wie eine Schatztruhe, aber in Wirklichkeit ist das irgendeine Maschine. Ha! Unfassbar, wird man hier noch verarscht. Auch nicht mehr das neueste Modell, dieser Motor. Aber auf die modernen Nebelantriebe hat eben Lindblum das Monopol. Naja, der Kahn ist wohl schon seit Ewigkeiten im Einsatz, aber sie haben ihn gut in Schuss gehalten. In Sachen Maschinenbau hat Alexandria einiges nachzuholen. Es ist also seltsam, in einem Dorf wie Dali neueste Technologie anzutreffen. Wenn wir weiter diesen Kurs halten, überfliegen wir bald den verwunschenen Wald. Es geht aber auch schnell. Ob dem Chef und den anderen wohl schon die Flucht aus dieser grünen Hölle gelungen ist? Andererseits... Wenn ich ihm sage, dass ich mir ernsthaft Sorgen gemacht habe, dann brüllt er mich bloß wieder an. Zum Denken bist du ja zu grün hinter den Ohren. Oh Gott, armer Steiner, ich glaube, dem geht's nicht gut. Was mache ich denn jetzt nur? Irgendetwas muss ich doch tun können. Wie konnte so etwas überhaupt geschehen? Da hätte ich alles so geschickt eingefädelt und dann startet das Schiff, bevor die Prinzessin an Bord kommen konnte. Wie soll ich das bloß Königin Braune? Hey Alter, was soll das gerade vorhin? Wir hätten es beinahe nicht mehr an Bord geschafft. Daran ist die Besatzung hier schuld. Du? Wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Hat sie es also doch an Bord geschafft? Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl. Aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fliegt. Und dort wirst du hängen für die Entführung. Genieße also den Flug. Es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Glaubst du im Ernst, ich lasse dich zur Prinzessin durch? Gott, meine Güte, ist der zickig. Ist ja furchtbar. Dann heißt es immer, Frauen werden zickig. Es scheint fast so, als würden sie mich gar nicht wahrnehmen. Wir haben auch noch günstigen Wind. Wie vortrefflich! Königin Brane wird überaus zufrieden mit mir sein, jetzt, wo die Dinge sich so darstellen. Aber wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg ins Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er doch nur lebenslänglich erhält. Diese Vorgehensweise geziemt sich nun mal für einen wahren Ritter. Aber sobald wir im Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es mit dieser merkwürdigen Besatzung auf sich hat, die scheinbar auf niemanden reagiert. Auch diese Vorgehensweise geziemt sich für einen wahren Ritter. Was geschieht?
Das, wo der schwarze Tenor jetzt so aufstand und wo das, wo man das Schiff so wegfliegen sieht, das gab es früher, wo das Spiel rauskam, als Desktop-Hintergrund. Da musste man sich die, konnte man sich die noch nicht so wirklich selber machen. Du! Was hast du? Hast du Schluck auf? Kerl! Bist du des Wahnsinns? Na warte! Du kleiner Mieser! Hey, Alter, scheint die Truppe ja irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Kerl, du warst doch der Auslöser des ganzen Unglücks. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Kerl sofort ruhigstellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Was ist geschehen? Ein Knirps wie du war es also, der Nummer 2 erledigt hat? Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Gegen mich, Nummer 3, hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Prinzesslein, bleib da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Störenfried aus dem Weg geräumt habe. Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch diesen Rotzlöffel in Schutz nehmen? Geht beiseite, oder wollt ihr euch etwa mir widersetzen? Ihr Missgeburten! Was fällt euch überhaupt ein? Grausamkeit. Oh! Meister Vivi, ich streite an eurer Seite. Wartet ihr zwei! Lilly? Ja? Wir kümmern uns um diesen schwarzen Tenor. Übernimm du bis dahin das Steuer. Wenn wir weiterfliegen, dann stehen uns wohl noch mehr Gefahren bevor. Aber noch können wir umdrehen. Ob wir weiter auf Kurs bleiben und zum Südentor fliegen, hinter dem Lindblum liegt, oder ob wir nach Alexandria umkehren, das entscheidest allein du. Wie auch immer, ich bleibe bei dir, aber flieg den Kahn nicht völlig zu Schrott, alles klar? Ich... Sei vorsichtig, Sidane. Mach dir keine Sorgen. Okay. Warum hast du das gemacht? Du bist doch einer von ihnen. Dass du zwischen ihnen und mir keinen Unterschied ausmachen kannst, zeugt nur von deinem begrenzten Horizont, du armseliger Wurm. Selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein sollten. Das geht entschieden zu weit. Was trauert ihr denen überhaupt hinterher? Wo die herkamen, gibt es noch viel mehr. Wer seid ihr Tenöre eigentlich? Oho, damit hätten wir ja alle beisammen 3 Schweißfliegen mit einer Klappe. Antworte mir gefälligst. Was hättet ihr denn schon davon? Ihr habt doch sowieso gleich alles hinter euch. Wer sich mir in den Weg stellt, der ist dem Tod geweiht. Wart mal ab, Junge, ich bin überlevelt. Zeig dir, wie es geht. Einmal Finger knacken. Lockern. Grrr. Auf geht's. Der dritte schwarze Tenor mit stolz geschwellter Brust. Trance. So. So, wir haben Hades-Magie. Wir hauen dem 2-mal Feuer rein. Zipfelmütze haben wir schon, egal. Feuerklinge!
und, passiert was? Ah, ja, wir sind dran. Sehr gut. Also das ist, glaube ich, das, so das Einzige, was ich jetzt so speziell sagen kann, was mich an dem Spiel stört, ist halt die Kampfgeschwindigkeit unglaublich langsam ist. Ist wirklich nervig langsam. Okay, und jetzt probieren wir es mal mit Eis. Und Blitz. Gucken, was mehr reinhaut. Also die Magieklinge ist halt schon richtig, richtig geil. Ist sehr, sehr hilfreich. Ich finde es halt einfach nur lustig, dass wir jetzt ihm die Zipfelmütze geklaut haben. 124, das war jetzt Eis, das ist also ein bisschen stärker. Dann schauen wir mal, wie Blitz sich so macht. Also Feuer hat 120 abgezogen. Ah, dann ist Eis doch das, was am meisten reinhaut. Dann bleiben wir bei Eis. So, Trance vorbei. Das heißt, wir konnten ihn quasi viermal angreifen, anstatt zweimal. Hat auch seine Vorteile. Und wir hauen ihm weiter Eis rein. Oh, ein Zauberkürer. Das ist ganz gut, glaube ich. Eisklinge. Ich glaube, das müsste ein Clown gewesen sein. Zauberkürer ist halt auch für unsere Magier dann entsprechend eine Rüstung. Das war's schon. So, wer war jetzt hier des Todes, hä? Peinliches kleines Vieh. Er. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Den haben wir auch besiegt. Aber der nächste kommt bestimmt. Wie viele von diesen Schwarzen sonst was gibt es eigentlich? Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Woher willst du das wissen? Oder hast du vielleicht mit denen irgendetwas zu tun? Sie nannten sich doch Tenöre, oder? Naja, mehr als drei sollten es also nicht sein. Was? Wovon spricht er? Ich kann das Südentor schon sehen. Dann hat sie sich also entschieden. Was? Oh, da ist da oben. Hast du das gesehen, frag ich? Habe ich, sag ich. Unsere schönen Schwarzmagie-Soldaten, sag ich. Alle vernichtet, sag ich. Schuld ist nur dieser Verräter Steiner, sag ich. Na nun. Nimm sofort den Steuerknüppel wieder in die Hand, sag ich. Nummer 3 kommt zurück, sag ich. Wirklich, frag ich? Hurra, sag ich. Aber irgendetwas stimmt da nicht, sag ich. Er scheint außer Kontrolle zu sein, sag ich. Ich sagte doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich. Und was sollen wir jetzt machen, frag ich. Wir hauen besser ab, sag ich. Wir ziehen uns zurück, sag ich. Abgang, sag ich. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Man kann schon das Südentor sehen. Ja. Das Südentor ist ein riesiges Grenztor, das zum Passieren von Luftschiffen erbaut wurde. Daher ist es genau auf Flughöhe errichtet. Aber um es zu durchfliegen, da braucht es schon ein wenig Geschick und auch Mut. Soll ich das besser machen, Lilly? Ich möchte auch bis zuletzt selbst steuern. Soll mir recht sein. Aber eigentlich ist dieses Schiff ja nicht für die Passage angemeldet. Wenn wir Pech haben, machen sie uns das Tor vor der Nase zu. Andererseits war die Kontrolle, als wir mit dem Theaterschiff kamen, nicht gerade streng. Naja, wird schon schief gehen. Kapitän Lilly, flieg uns rein. Danke. Der alte Kahn fällt zwar schon fast auseinander, aber der Antrieb gibt ordentlich was her. Sofort den Kurs ändern! Prinzessin, sofort hart Backbord! Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff! Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt... Er ist schnell! Lilly, der Alte hat recht, er verfolgt uns. Voller Schub voraus, auf das Tor zu. Bist du noch zu retten? Und was, wenn sie das Tor schließen?
Unser Schiff hat zwar mächtig Schub, aber dem seinem wendigen Flitzer können wir niemals ausmanövrieren. Wir haben keine Chance, ihm zu entkommen, aber wenn wir es durchs Tor schaffen, bevor es zugeht, sind wir ihn los, verstehst du? Steiner, gib vollen Schub, Alter! Lilly, halte das Steuerrad genau im jetzigen Anschlag. Ist gut. Mit vollem Schub und frontalem Kurs müssten wir es gerade noch so schaffen. Geschafft! Wir sind raus! Woohoo! Coolski! Wir sind die Helden und er ist der Loser, genau wie in Independence Day. Ach ja, wir sind so stark, wir sind so toll, wir sind so cool. Wir haben ein potthässliches Flugschiff. Jetzt tuckern wir hier so ewig rum. Ich weiß auch nicht, warum sie so komische Umwege fliegt. Aber... dort, liebe Leute, sehen wir Lindblumen. Wir haben es also geschafft. Sieht aus, als könnte man mit dem nicht mal mehr eine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wäre es also mit ein bisschen Freudenjubel? Das Südentor ist wohl für eine Weile außer Betrieb. Sidane, habe ich etwas Schlimmes getan? Ach was, die Lindblumschen Ingenieure haben das Tor im Nu wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander und vom Südentor rede ich erst gar nicht. Wie konnte ich nur in so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sache mit einem Räuber! Steiner. Jawohl. Ich wollte euch nicht in all das hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Mein Entschluss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Lilly, bist du sicher, dass du das willst? So wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Klette kleben. Danke, Sidane. Da vorne ist schon das Vordertor Lindblums. Ist das Schloss von Lindblum? Ist das Schloss von Lindblum? Welch gewaltige Ausmaße! Das liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Innern des Schlosses befindet. Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Lilly. Oho! Schade, wir uns doch so nahe waren. Sidane? Ich und diese Schwarzmagier oder wie die heißen. Glaubst du, ich bin einer von denen? Meister Vivi, was redet ihr denn da? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, das euch zu sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid ihr, Meister Vivi! Und die sind die, oder irre ich mich etwa? Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu? Wahnsinn, da hat der Alte ja sogar mal recht.
Was auch immer kommen mag. Vivi bleibt Vivi, oder? Okay. Los, Vivi. Gehen wir an Deck. Sich Lindblom von Deck aus anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los, schnell, wir sind schon fast am Himmelsdrachentor, dem Haupttor Lindblums. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben Lindblum erreicht. Unglaublich. Es hat lange gedauert, aber wir sind da. Im Schloss Metropolis Lindblum. Wundervoll. Und nächstes Mal machen wir hier weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.